Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Mini-Unboxing für dich und zwar habe ich mir eine Surprise-Bag auf Awesome Beauty bestellt. Das ist diese hier und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man konnte diese oder kann diese Surprise Bag für 34,95 auf asambeauty.de bestellen und das soll eine Flora Mare Beauty Surprise Bag sein mit einem mega krass hohen Inhalt. Wert. Bedürz. Also wir gucken doch einfach mal rein. Es kommt hier wirklich so an. Es war so eingepackt und es ist auch wirklich so zugeklebt in so einer Tüte. Also wirklich eine Bag dieses Mal. Und dann öffnen wir mal den Klebi und aus. Ich finde es mega witzig. Ja, greife ich mal rein und hole das erste Produkt raus. Das ist ein Tag am Meer Eau de Parfum 100 ml. Oh wow. Also das hier wird wahrscheinlich auch ein relativ kurzes Video, denke ich mal, ne? Weil das sind Pflegeprodukte, die brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht groß testen. Das ist ein Parfüm, was man auch super weiter verschenken kann. Ein Tag am Meer ist jetzt nicht unbedingt ein weihnachtliches Parfüm, denke ich mal. Aber naja, ich habe mir gedacht, dass ich da vielleicht das ein oder andere Weihnachtsgeschenk drin finde. Und das hier könnte auf jeden Fall was sein. Erfrischend wie ein Tag am Meer. Die leichte Brise eines Strandspaziergangs und das erfrischende Geräusch der Brandung. Ein Tag am Meer lädt sie ein auf eine raffinierte Duftreise. Die zitrisch-fruchtigen Essenzen von Grapefruit, Limone und Orange in Kombination mit schwarzer Johannisbeere eröffnen diese schwungvolle Duftkomposition. Maiglöckchen und das zarte Aroma weißer Teeblätter bilden die warme Herznote. Die Basisnote wird bestimmt von Zedernholz und frischem Moos und rundet die harmonische Kreation ab. Ich liebe Duftbeschreibung auf Parfümflaschen. Ihr auch? Dann schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Also am liebsten würde ich mir tatsächlich nur diese Duftbeschreibung immer durchlesen, wenn ich so auf Parfüm Dreams oder wo auch immer rumsurfe. Das ist herrlich. Also allein durch erfrischend, durch Limone, Grapefruit, Orange, ne, das sind schon mal die Faktoren, weswegen ich das definitiv nicht für mich verwenden werde, aber ja. Ne? Ein schönes Parfüm, was man auch schön wahrscheinlich zu Weihnachten verschenken kann. Jo. Auch wenn es eher frisch ist. 100 ml sind hier enthalten. Jetzt habe ich reingelinst. Ich wollte nicht reinlinsen. Dann habe ich hier drin, eine Tages- und Nachtcreme. 200 ml sind hier drin. Wow. Davon habe ich, glaube ich, mal ein kleines gekriegt. In einer Box war das drin. Diese zart schmelzende Tages- und Nachtcreme basierend auf 5 maritimen Pflanzenwirkstoffen, dem patentierten Platinum-Mare-Komplex und 6 hochwertigen pflanzlichen Ölen pflegt die Haut intensiv und verleiht ein samtiges Hautgefühl. Morgens und abends nach der Reinigung auf das Gesicht auftragen. Das finde ich super praktisch, dass du ein 2-in-1-Produkt hast. Und auch das perfekt zum Verschenken. Und ich glaube, dass das nicht günstig ist. Ne? Richtig geil. Also Claudia, im Oktober schön Weihnachtsgeschenke shoppen. Läuft bei mir, oder? Aber gut, das mache ich ja durch die Adventskalender auch schon. Aber dass das auch so große Verpackungen sind, finde ich ja so geil. Ne? Hier fehlt was. Der Deckel. Ui! So. Skin Tightening Serum. Ein Straffungsserum. Sehr, sehr geil. Guck dir mal die Verpackung an, wie wunderschön die aussieht. Das sieht so hochwertig aus. Hier sind 30 ml drin. Sieht aber aus, als wäre es mehr. Morgens und abends nach der Reinigung auf Gesicht und Hals auftragen. Anschließend empfehlen wir die Anwendung der Flora Mare Tages- und Nachtcreme, die sich hier hinten befindet. Finde ich geil. Und auch sowas ist nicht günstig. Krass! 34,95. Ich sage das jetzt nicht nach jedem Produkt, aber geil. Das ist groß. Wow, was bist du denn? Ein Duschbad. Oh, ein Shower- und Bathgel. 500 ml. Huiuiuiuiui, das ist ja fett. Krass. Ein einzigartiges Dusch- und Badeerlebnis. Auf die feuchte Haut auftragen, aufschäumen und mit Wasser abduschen. Als Badezusatz dem laufenden Wasser hinzufügen. Ich meine, jeder weiß, wie man ein Duschgel benutzt. Aber man schreibt es nochmal hinten drauf. Ich meine, ich kann ja wirklich dran riechen. Ne? Ich kann ja die Umverpackung hier entfernen. Das ist ja, was soll der Falschkreis hier? So sieht, oh, es ist so schön lila, ne? Boah, was ist das? Deville. Deville Duschbad. Okay. Es hat hier tatsächlich hier so einen goldenen Draufdruckvieh. Einen goldenen Draufdruckvieh. Ja, das riecht wirklich angenehm. Einfach, ja, frisch riecht es. Wirklich frisch und sauber.
ich meine auch, dass mich das an irgendwas erinnert, aber es riecht wirklich toll. Leicht parfümiert, aber sehr, sehr angenehm. Also 500 Milliliter ist mal für ein Duschgel ein Oschi, ne? Das hat ja schon Tracklemoon an maßende Ausmaße. Genau. Oh ja, die hatte ich schon mal. Boah, das ist alles noch komplett hier verschweißt und hast du nicht gesehen. Das ist die Augencreme von Flora Mare, strahlender Augenblick. Die hatte ich auch mal in der Beautybox mit drin und das ist dann quasi jetzt auch, ja, Backup, wie auch immer. Oder halt zum Verschenken. Die pflegende und feuchtigkeitsspendende Textur der Flora Mare strahlende Augenblick kann dunkle Augenringe aufhellen und Rötungen kaschieren. Auf die untere Augenpartie auftragen, gegebenenfalls mit den Fingerspitzen sanft einklopfen und gezielt verteilen. Ja, eine Augencreme halt. Aber die kann ich jetzt hier mal aus der Verpackung rausnehmen, ne? Und euch zeigen. Oder habe ich die verlost und habe die gar nicht mehr? Nee, die habe ich gar nicht mehr. Die hatte ich tatsächlich mal verlost. 20 Milliliter sind in diesem Typchen drin und mir gefällt einfach die Optik von diesem Flora Mare, diese Farbe an sich. Ich meine, das sieht man auch anhand meiner Fingernägel, ne? Ich habe hier so einen Nagellack von Rival de Lubiang drauf und auf diesem hier habe ich von Catrice einen Spectra Lights Topper drüber gemacht. Für die, die es interessiert. Das sind die zwei. Also ich werde ständig danach gefragt, deswegen halte ich das jetzt einfach mal stumpf in die Kamera. Das hellblaue ist Gel Look Nail Lacquer Rival de Lubiang in der Farbe 08 Atlantis. Und dieses Catrice Spectra Light Effect Nail Lacquer ist in der Farbe 03 Regular Galaxis. Joa. Hatte ich irgendwie in der Box, glaube ich, oder in einem Tauschpaket oder Trash-Paket sogar mal drin. Und das hier hat ein Vögelchen mir gebracht. Oder ich hatte das in einem, in so einer, hier, Amazon Surprise Box mit drin. Das weiß ich gerade gar nicht, ja. Wer denkt, die Tüte wäre schon leer, der irrt sich. Haben wir noch ein bisschen was. Und zwar Deville Handcreme 250 Milliliter. Leute, das ist riesig. Das nenne ich mal opulent, ne? Alter, wer zur Hölle kriegt... Also, das ist riesig. Das ist Oschi. Das ist... Hallo Oschi, darf ich vorstellen? Ne? Unfassbar. Ja, revitalisierende Handcreme, die ihre Haut mit Feuchtigkeit und intensiver Pflege versorgt. Je nach Bedarf eine kleine Menge auf den Händen verteilen und einmassieren. Ja, ne? Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder so schön sauber riechen, genau wie das Duschgel auch. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man, wenn man so eine riesen Tube hat, dass man die sich auch einfach mal auf die Beine mit drauf macht oder auf den Körper, ne? Weil sonst, du brauchst doch 100 Jahre, bis die aufgebraucht ist. Und sowas, ja gut, das darfst du 12 Monate offen haben, bevor es halt kippt. Aber trotzdem finde ich das schon so ein bisschen riesig. Hast du dir auch schon mal so eine Asam Beauty Surprise Schlag mich tot Box geholt oder Bag ist es ja viel mehr? Dann schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare rein. Das würde mich auch total interessieren. Und vor allem, was hattest du drin? Weil ich habe gelesen in diesen Bewertungen, dass diese ganzen Inhalte dann ja auch wirklich schwankend sind. Und das fände ich auch mal interessant zu lesen, was andere so drin haben. Also, ne, ob das vielleicht immer so Produktreihen sind, die dann zu entsprechenden Zeitpunkten verschicken oder ob das einfach mal so bunt durcheinander ist. Ich habe das jetzt ja hier im Oktober gekauft und bin gespannt, ob vielleicht noch jemand im Oktober gekauft hat und vielleicht einen ganz anderen Inhalt drin hatte. Also, dass es quasi, ja, ne, wirklich eine Surprise ist. Und man quasi jetzt nochmal bestellen könnte und nochmal irgendwie eine geile Sache drin hat. Ja. Ja, das war jetzt der Inhalt der Tüte. Wie du siehst, die Tüte ist leider leer. Aber da sind schon geile Produkte jetzt drin gewesen, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Full-Size-Größen und dann Full-Size im Sinne von Riesig-Size. Also finde ich richtig, richtig krass. Ich habe dir auch die Einzelpreise soweit eingeblendet, die ich quasi auf der Asam Beauty Homepage finden konnte. Und hier blende ich dir auch mal den Gesamtwert von den Produkten ein. Und der soll ja irgendwie so 100, 120 Euro betragen. Definitiv. Ich kann fast schon mir vorstellen, dass es noch teurer ist. Weil Flora Mare ist eine sehr, sehr hochwertige Marke. Da habe ich ein Aftersun-Produkt auch mal von gehabt. Ja, krass. Also, gerne, ne?
Also da würde ich wirklich nochmal demnächst zuschlagen, wenn ich nochmal die Option habe oder wenn man halt nochmal bei Asam Beauty sowieso gerade am Shoppen ist. Und nein, dies ist keine Kooperation. Ich habe mir nur den Asam Beauty Adventskalender gekauft und habe das irgendwie als andere Kunden auch und andere Kunden kauften auch Vorschlag gesehen und habe das dann mit eingepackt. Also ich finde es geil. Ich quatsch mal wieder zu viel. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich packe jetzt den Asam Beauty Adventskalender aus und bin super gespannt drauf. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Ja, mache ich mal meine Hauls hin. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!